So, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Elendum zu einem neuen Part Pokémon Y mit dem Zwergenfürst. Heute geht es hier durch die Spiegelhöhle. Ja, so sieht's aus. Pokémon Y, Let's Play Pokémon Y mit dem Zwergenfürst. Auf geht es durch die Spiegelhöhle der Kalos-Region. Auf dem Weg in die nächste Stadt, in die nächste City. Ich glaube, hier müssten wir lang. Da war doch der Gegner, den wir nicht besiegen konnten. Da würde ich mal versuchen, heute drum herum zu kommen um diesen Kampf. Das ist mir schon im letzten Part nicht gelungen. Das ist mir schon ordentlich in die Hose gegangen. Genau die hier. Da war schnell vorbei. Puh. Ein Kiesling. Ja, nein, danke. Wir brauchen kein Kiesling in unserem Team. So schnell abhauen hier. Die Trainerin ist wirklich mies. Aber die hier, die können wir vielleicht besiegen. Das wird vielleicht kein allzu großer Kampf, keine allzu große Herausforderung. Dodo. Okay, das gehen wir vielleicht noch hin, ein Dodo zu besiegen. Aber die zwei Gesteins-Pokémon, die Kämpferin dort eingesetzt hat, die waren schon ein bisschen mies. Es war schon ein bisschen schlimmer Kampf. Das hat mein Schwachsteam noch nicht so wirklich hingekriegt. Ja, Erik, wie wär's denn mal mit Aquaknarre? Aquaknarre, mach's alle. Naja, es bringt hier noch nicht so viel. Da musst du vielleicht noch das nächste Pokémon einsetzen. Da muss es wohl noch das nächste Pokémon machen. Erik wird es wohl nicht ganz schaffen. Oh, obwohl, vielleicht kriegt es Erik doch noch hin. Nein, das Pokémon wird zurückgerufen. Ach man. In Iguana. Okay. Weiterentwicklung von Emolga, oder? Wenn ich mich komplett irre. Ja, Wasser gegen Elektro ist jetzt... Naja. Wir versuchen zwar mit Zwergina, also die sich mal weiter durchkämpfen. Relaxo. Na komm, immer zermürben. Mach's alle. Windböe, ja, so eine kleine Windböe. Kann doch meinem Relaxo nix anhaben. Oh. Sehr gut. Noch einmal zermürben. Klingensturm. Und zack. Da waren es nur zwei. Also anderthalb. Zwergina recht Level 21. Nice. So. Dodo will weiterkämpfen. Ja, das kriegen wir zu Boden gerungen. Einmal zermürben und hat sich das. Aufruhr. Ja, da kannst du noch so viel Aufruhr machen. Ich zermürbe dich, bis du am Boden liegst. Au. So. Und dann das nächste Pokémon, ein Granbull. Okay, wir kämpfen weiter. Ja, okay, das hat heftige Attacken. Ja. Wenn es gut trainiert ist, kann das schon ein heftiger Gegner sein. Das kann schon nicht schlecht sein. Ja, das hält ordentlich was aus, wie wir sehen. Oh wei. Zwergina ist zurückgeschreckt. Ach du Schande. Ja gut. Dann vielleicht ein anderes Teammitglied. Wie wäre es mit dir, Markus?
du bist dran. Ruf jetzt Nitro da noch. Wie wär's damit? Na komm, lass es wirken. Ja, nicht gerade spitzenmäßig. Naja, versuchen wir es mal mit einer anderen Attacke. Psy-Strahl. Na komm, es muss doch was bringen. Ja gut. Granbull ist ein wirklich zähes Pokémon. Aber nicht so zäh wie das Pokémon, was wir bei der anderen Trainerin im letzten Part gehabt haben. Ja, das war jetzt nicht optimal. Na komm, Psy-Strahl, macht's alle, mein Team. Jau, Granbull besiegt. Und jetzt bräuchte ich eigentlich mal eine Heilung für mein Team. Papageno erreicht ein neues Level, Lia erreicht ein neues Level und Trainerin besiegt. Aha, du bist so ein Pokémon-Fan, aber gleichzeitig auch ein richtiges Ass. Zwangvieh gewinnt 5000 Pokémon und geht siegreich aus dem Kampf gegen die Ass-Trainerin hervor. Zweiter Trainer in der Spiegelhöhle, den wir besiegt haben. Ich denke mal, wir müssen hier runter. Okay, weitere Trainer, die wir umgehen können. Okay, dort entlang. Nein, eine Sackgasse. Mist. Aua, sind wir da jetzt reingelaufen. Ich hab's ohne mein Schatzi bis hierher geschafft, ganz alleine. Ich bin stolz auf dich. Eine Herausforderung von Touristin Manami. Ganz alleine ohne ihr Schatzi. Ja. Alles klar. Aber auch nur mit Mühe und Not, wie ich sehe. Ein Nidorania Level 26 hat sein Team. Ich versuch's mal mit Loot. Na komm, Papageno, mit Loot. Okay, ist nicht ganz so effektiv. Ja, Flammkörper wirkt. Jau. Level 26 gegen Level 26, ja, das ist mal gut. Das ist mein Kampf. Habe ich gerade bemerkt. Jau. Die Verbrennung schadet. Sehr gut. Dann würde ich dann noch einmal Glut hinterher schieben. So, Glut. Na komm. Bringen wir es zu Ende. Ja, so leicht kannst du Papageno nicht besiegen. Wir besiegen dich. Nidorania besiegt. Erfahrungspunkte. Und yo, Level 26 für Balgors. Antikkraft, aber bitte doch. Ich bitte drum. Gigant Charm. Ja, Tarnstein hätte es auch gemacht, aber. Antikkraft erlernt. Nice. Das ist auf jeden Fall eine sehr nice Attacke. Du bist aber stark. Du bist fast genauso toll wie mein Schatzi. Da geht wohl jemand fremd. Zwangvieh gewinnt 1872 Pokémon down und geht siegreich aus dem Kampf gegen Schatzi hervor. Naja, das ist nicht Schatzi, aber ja. Oh, da hat jemand fremdgehende Gedanken. Oh. Zwergi. Wenn du die Attacke Blitz einsetzt, begegnest du wieder wilden Pokémon. Zwangvieh erhält das Item TM70 Blitz. TM70 wurde in der TM- und VM-Tasche verstaut. Ich benutze ständig Blitz. Pokémon-Kämpfe gehören nicht zu meinen Stärken. Weshalb ich dauernd in Not gerate. Ich wünschte, ich wäre so stark wie du, Zergi. Aha, okay. Wie hieß denn noch gleich? Ich hatte mein Name, sein Name liegt mir auf der Zunge. Ich hab's gleich. Tomato Tomato ist der andere und das ist. Wie heißt der Dicke aus Pokémon Y? Ich hab's so lange nicht mehr gespielt. Ein Ruin, genau. Ruin, ja. Nice, können wir uns das fangen? Das würde ich mir ganz gerne fangen. Ein Ruin, genau. Einfach nur. Ich muss nicht in mein Team mitnehmen, aber ich will es haben.
will zumindest mal einen Wohin genau gefangen haben. Wohin genau? Ja, dort drüben. Wohin genau? Ja, dort drüben links. Ja, wohin genau? Und die Weiterentwicklung oder die Vorentwicklung, ich bin mir nicht sicher, ist so, ist die Weiterentwicklung. Lustige Namen. Was guckt man im Mystery Dungeon? Ich glaube, Erkundungsdienst Himmel ist es uns bekannt und lieb geworden. Ja. Wohin genau? Ich mag das Pokémon. Ich mochte das schon immer. Na komm, mit Glut ein bisschen eingrenzen, dass man es fangen kann. So, dann versuche ich es mal mit einem. Mit einem Superball. Ja, warum nicht? Na komm, Superball. Wohin genau? Geh rein in den Ball. Ach man. Tut es nicht. Dann müssen wir es wohl noch ein bisschen schwächen. Der Superball reicht nicht aus. Na komm. Komm in den roten Bereich. Ich setze zwar deinen Blut ein. Oh, Verzeihung. Da habe ich die Kamera. Da bin ich gegen die Kamera gestoßen. Okay, ich will es nicht besiegen, aber. Knapp. Ja, so besser zu fangen, wenn es sich jetzt nicht selbst verletzt. Na komm. Superball. Na komm, jetzt bleibt's doch drin. Ist schon fast besiegt. Geh da rein. Ach, verdammt. Lässt sich auch gar nicht fangen. Finster mal im Dunkeln in der Höhle. Ich will jetzt nicht den Finsterball verschwendet haben. 1, 2, 3. Nice. Wohin genau gefangen? Wohin genau wurde gefangen? Ein paar Erfahrungspunkte. Nice. Ein Eintrag im Pokédex. Es lebt in der Dunkelheit, um seinen schwarzen Schweif zu verstecken. Es greift nie zuerst an. Ah, ein Pazifist im Pokémon. Ein Spitznamen. Nein, wohin genau braucht keinen Spitznamen. Jo, und weiter geht's. So, hier um die Ecke. Ich werde ihm aus dem Weg gehen. Ihr seht's schon. Hier ist sowieso der nächste Trainer. Hier ist ein wildes Pokémon. Ein Kiesling. Nach wie vor nicht. Nein. Ich brauche kein Kiesling. Jo, der nächste Trainer. Spiegel werden schon von Alters her als mystische Gegenstände betrachtet. Deshalb habe ich ihre Kraft gebündelt und knalle sie dir jetzt mit voll an den Latz. Mit voller Kraft an den Latz oder so, so ähnlich. Ich habe mich halt verlesen, sorry. Eine Herausforderung von Psycho Koreba. Koreba, das ist aber ein ziemlich ulkiger Name. Ui, wenn das mal kein Klingpim Palimpalim ist. Ein Palimpalim. Ich hätte gern eine Flasche Pommes frites. Ja. Eine Buddel Fritten. Eine Buddel Pommes. Ja. Ungefähr so. Na komm, nicht eine Aufruhr versetzen. Besiegen das Palimpalim. Hier wird er natürlich klingelt. Und ich sage Hallo und besiege den an der Tür klingelnden. Ja. Sorry für die schlechten Wortwitze. Psystrahl. Na komm, mach es alle. Zack. Okay, das hatte ich mir ein bisschen besser vorgestellt. Ja gut. Und jetzt bin ich besiegt. Ja, mein Team ist ziemlich am Arsch. Vielleicht mal Balgoras mit seiner neuen Attacke. Ich will jetzt hier eigentlich nicht wieder ganz vom Anfang hier durchgehen müssen. Das ist ein bisschen blöd, da muss ich wieder an dieser Trainerin vorbei, die ich nicht besiegen kann.
Antikraft. Nice. Das einmal präsentiert. Das ist nicht schlecht. Wenn wir nochmal einsetzen können, bringt das sogar was. Na komm, Antikraft. Aus einem Fossil entstandenes Pokémon setzt Antikraft ein. Ja. Konfusion. Na komm. Ach, Balgo hat's besiegt. So ein Mist. Mit Trainer hat noch ein zweites Pokémon. Ich habe nur noch eins. Lea. Level 21. Ja gut, wir sind geliefert. Rasierblatt. Na komm. Das eine noch. Das Panimpanim noch zu Ende kriegen. Na komm. Wenigstens das. Für die Erfahrungspunkte, für die Levels. Ja, Level 22. Und das nächste Pokémon. Ein Golbit. Ja gut, wir sind offensichtlich am Arsch. Es sei denn, ich habe hier noch irgendwie ein Item mit drin. Nein, habe ich nicht. Beleber habe ich noch nicht. Ich versuch's trotzdem. Rankenhieb. Oh, das bringt tatsächlich ein bisschen was. Okay. Es kämpft defensiv. Vielleicht haben wir doch eine Chance. Rasierblatt. Oh, ja. Okay, Lea kriegt was hin. Finsterfaust. Na komm. Ein Tränkchen vielleicht. Ich will nicht. Ich will nicht nochmal von vorne. Bitte nicht. Bitte leer, halte durch. Kriegst du das hin? Finsterfaust. Ah, verdammt. Das wird knapp. Das kriegen wir, glaube ich, nicht so sehr gebacken. Oh. Ah, verdammt. Und Lea besiegt. Knapp, so knapp. Lea hat es hinkriegen können. Ach, Mist. Dann müssen wir wohl noch mal durch. Dann muss da durch. Gehen wir noch mal durch die ganze Höhle. Oh, jetzt regnet es ja auch noch. An den ganzen Kämpfern vorbeischlängeln. Jo. Ah, verdammt. Da waren wir ja auch schon mal, die hatten wir auch schon mal bekämpft. Ach, so ein Mist. Herausforderung von Grips und Muckis und Go und Mirai. Ja, sehr komische Namen. So, Macholo oder Maschok. Ja, Maschok und Pantimos gegen Irik und Zwergina. Aquagnara auf Pantimos und Zermürben auf Maschok. Na komm, das kriegt er doch hin. Müssen wir gleich wieder zum Pokémon Center zurücklaufen und ist ermüdend, falls wir diesen Kampf überhaupt bestehen. Ist doch ermüdend im heutigen Part. Wir waren schon so weit. Na komm, dann wollen wir mal vorankommen. Es lief doch am letzten Part schon so. Na komm. Ja, Knochenhaare bringt nicht sehr viel. Oh Mann. Markus, du bist dran. Na komm, gib dein Bestes. So, Attacke. Turbodreher auf Maschok. Und Nitro-Landung auf Pantimos. Na komm, lass es wirken. Reflektor, was soll dir das denn bringen? Der Reflektor. Oh Mann, Finte. Das war doch Finte, oder? Wenn ich richtig gesehen habe. Ja, Papageno, zwei Feuer-Pokémon. Ein Feuervogel und ein Feuerstarter. Gemeinsam Pantimos und ja, Maschok. Na komm, hau rein.
Muss doch gehen. Das sind nur zwei wilde Trainer hier auf der Route. Das kriegen wir doch wohl gebacken. Okay, die Feuerattacken waren nicht ganz so stark wie gedacht. Ach Mensch. Dann hält den Schnabel. Psy-Strahl auf Maschok. Na komm. Attacke. Okay, hatte ich mir wieder besser vorgestellt, aber... Ja. Oh, das kann auch Psy-Strahl. Und Markus wurde besiegt. Nein, nicht Markus. Och, Mist. Aber Geno ist auch gleich besiegt. Ach, Schande. Verbrennung wirkt. Das ist sehr gut. Das können wir gebrauchen. Das generische Team ist schon sehr maximal geschwächt. Hier können wir mal Lea ein bisschen trainieren. Lea, ab in den Kampf. So, Ruchzuckhieb auf Pantymos und Rasierblatt auf Maschok. Na komm, kriegen wir doch wohl noch alle. Das Pantymos ist fast besiegt, noch ein paar KP. Papageno ist besiegt. Ach, Mann. Ja. Alles klar. Und der hält nicht viel aus. Na komm, Pantymos besiegt. Nice. Und Verbrennung schadet hoffentlich Maschok. Sehr nice. Ja, nice. Maschok besiegt. Haben wir das Team auch für ein und alle Male besiegt, aus dem Weg geschafft. Nährrecht, Level 23. Sehr schön. Das komische Team besiegt. Schniff, Schluchz, Ruhe. Mach dir nichts daraus. Du hast dein Bestes gegeben. Zwengfee gewinnt 5824 Pokémon Donner. Geht siegreich aus dem Kampf gegen das Doppelteam hervor. Mal zurück. Pokémon Team heilen. So, die Dame im Schlafanzug. Ach du Schande. Der steht ja auch noch im Weg rum. Körper und Geist sind auf dem Gegner fixiert und alle Kanäle auf Empfang gestellt. Ja gut, sowas kommt davon, wenn man die Trainer nicht aus dem Weg räumt und die umgeht. Dann kann man später noch auf sie treffen. Das Team ist mehr als geschwächt. Ja, große Hoffnung, dass ich das jetzt noch schaffe, habe ich nicht. Wer kann jetzt noch ein bisschen was kämpfen, aber... Der Rest des Teams ist, glaube ich, am Boden. Ja. So ziemlich. Na komm. Vielleicht das erste Pokémon. Ach, Selbstheilungsattacke. So ein Dreck. Leider kommen wir doch nie zurecht. Da braucht man ja fast einen One-Hit für. Ach Mensch. Na komm, Rankenhieb. So. Das bringt ja gar nichts. Bringt gar nichts mehr. Die Selbstheilungsattacken. Ach, verdammt. Ach, Dreck. Na komm, greif mich an, dann ist es vorbei. Dann muss das hier nicht mehr leiden. Oh, das bringt... Oh, Mann. Stärkt sich irgendwie selbst, oder? Die Attacken werden immer uneffektiver. Oder sie werden nicht uneffektiver, aber ja, sie wirken immer weniger. Na komm, das eine Pokémon noch. Da muss man zumindest ein paar Level kriegen. Ein paar Erfahrungspunkte. Ein neues Level. Balgoras. Du bist dran. Gib dein Bestes. Na komm. Antikkraft, wie wär's damit? Na komm. Monozyto besiegt. Ja, meistens. Alles klar. In Simvolara. Okay, Antikkraft. Wird das was bringen? Ja. Okay, dann kommen wir hier vielleicht doch mal durch. Einmal freien Weg. Vorausgesetzt wäre. Räume den mal hier frei. Wir kommen hier mal fertig mit. Ansonsten müssen wir den Kollegen hier weiter übergehen.
umgehen. Nicht übergehen. Na komm. Er sitzt mit einem Zielstrahlen. Oh, Belgoras wurde besiegt. Ja, das war ja fast klar. So, ab zum Pokémon Center. Jau. Na dann mal. Endlich mal Richtung Spiegelhöhle. Sind wir heute schon ein bisschen weiter gekommen. So hier dran vorbei. Die haben wir glaube ich schon. Durch die Spiegelhöhle. Na komm, jetzt müssen wir es nur noch schaffen, die Trainerin zu umgehen. Na komm. Ein wildes Pokémon. Ein Rokara. Nee, nix da. Und dich brauche ich nicht. Sind jetzt ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Na komm, vorbei da. Sehr gut. Die haben wir schon. Und runter. Sehr spitze. Ja. Den mussten wir umgehen. Okay, die haben wir schon besiegt. Uha. Pokémon von oben. Ein Fleckneu greift an. Springt weg hinunter und greift uns an. Und Flucht. Flucht gescheitert. Was? Gibt's doch nicht. Fand jetzt hier nicht für mein Team. Das brauche ich für den nächsten Kampf. So voran hier. Da ist der... dessen Namen ich immer noch nicht weiß. Wie hieß der? Torveto war der andere. Wo genau? Irgendwas mit T, oder? Nee, Torveto war der andere und dann muss der andere irgendwie anders heißen. Flucht? Och Mann. Flucht verhindert, meine ich. Ach, Aquaknarre, na komm. Musst ja nicht besiegen, musst nur ein bisschen einschüchtern. Na komm, lass mich fliehen. Wegsperre, was willst du denn hier von mir? Ach Mensch. Macht's einem auch schwer hier. Ich will hier weg. Ich will raus aus dem Kampf. Okay, ein blödes Ruin, genau. Na komm, mach's alle. Und halt ein Pokémon weniger. Und Bodyguard, jetzt sitzt das auch noch defensive Attacken ein. Jetzt werden wir hier zu dem Kampf gezwungen, so ein Trick. Nun genau. Ich hab schon eines. Ich brauch dich nicht. Ein Team. So, besiegt. Na endlich. So, sehr gut. Neues Level für Markus, auch nicht schlecht. Und weiter geht's. So, das war der Trainer. Und dort hinten vor dem Spiegel, den wir besiegen mussten. Monozyto, das kennen wir auch irgendwo her. Na komm, lass mich fliehen. Sei so nett. So. Und dann mal schnell wieder belebt. Und ich speichere hier mal zwischen an dieser Stelle. Und in diesem Part hier. Im nächsten Part geht es weiter mit dem Kampf hier. Und dann geht es hoffentlich schon raus aus den Höhlen, aus den Spiegelhöhlen, dass wir hier mal ein bisschen weiterkommen, dass wir hier nicht ewige Parts lang, viele Parts in dieser Höhle, in der Spiegelhöhle festhängen. Naja, bis dahin. Haut da rein. Ciao, ciao.